Du arbeitest mit Affinity Photo und möchtest Objekte freistellen und den Hintergrund austauschen? Mein Name ist Stefan und in diesem Video zeige ich dir, wie das geht. Wir haben hier eine Aufnahme von einer Pusteblume und die nehmen wir mal als Muster, um zu zeigen, wie das mit dem Freistellen geht. Als ersten Schritt maskieren wir mit Hilfe des Auswahlpinsels die Blüte der Blume. Das Auswahlwerkzeug erkennt dann die Ränder der Blume automatisch anhand des Kontrastes zwischen Hintergrund und Vordergrund. Jetzt verändere ich ein wenig die Größe des Pinsels, damit er ungefähr so breit ist wie der Stängel, und markiere den Stängel der Pflanze. Jetzt gehe ich hier oben auf Verfeinern, um das noch etwas genauer zu haben. Jetzt nehme ich wieder das Werkzeug und gehe nochmal den Rand der Blüte ab, dass ich immer ein wenig vom Hintergrund und ein wenig vom Vordergrund habe. Die Größe von dem Pinsel kann ich hier an dieser Stelle verändern, für den Fall, dass es nötig ist. Die Software merkt automatisch, wenn ich mit dem Markieren fertig bin, und fängt dann an, nochmal die Ränder neu zu berechnen. Um das jetzt besser erkennen zu können, kann ich hier auf schwarzen Hintergrund wechseln und man sieht dann schon besser, wie gut die Markierung funktioniert hat. Nachdem die Blüte dann gut ausgewählt ist, kommt der Stängel der Pflanze dran. Da gehe ich auch nochmal mit dem Pinsel so drüber. So. Und auf der anderen Seite dann auch nochmal. Und so. Tatsächlich geht das bei dem Stängel nicht so gut wie bei der Pflanze, weil durch den grünen Hintergrund des Originalbilds der Kontrast nicht so stark ist. Wenn ich damit fertig bin, gehe ich hier auf Anwenden und ich habe dann eine Maskierung um die Blüte drumherum und den Stängel. Das sieht man an dieser blinkenden gestrichelten Linie. Jetzt erstelle ich eine Ebenenmaske. Ich klicke hier unten drauf. Die setzt sich automatisch unter das Bild und maskiert mir alles, was nicht in der Maskierung ist, und löscht es damit. Der Hintergrund ist nun transparent, das erkennt man an der Karofläche. Ich schaue mir jetzt nochmal die Ränder an, ob es noch irgendetwas nachzuarbeiten gibt, aber das sieht soweit ganz gut aus. Ich möchte jetzt den Hintergrund schwarz haben, deswegen erstelle ich eine neue Pixelebene. Die ziehe ich unter die beiden anderen Ebenen und fülle diese jetzt mit schwarzer Farbe. Gehe hier auf den kleinen Eimer, sehe zu, dass schwarz ausgewählt ist. Wichtig ist jetzt, dass ich hier mit dem kleinen Knopf noch die Maske umkehre, damit alles innerhalb der Maske ist, was nicht mehr Pflanze oder Stängel der Pflanze ist. Jetzt gebe ich die schwarze Farbe da rein und ich habe einen komplett schwarzen Hintergrund. Ab jetzt benötige ich die Auswahl nicht mehr, deswegen lösche ich sie hier, klicke in der Mitte auf den Knopf, dann ist sie weg, weil die Maskierung ist ja jetzt von der Maskierungsebene übernommen worden. Ich schaue mir jetzt mal an, wie das so aussieht. Da zoome ich einfach mal ein bisschen rein und gucke mir die Ränder an. Ja, hier an dem Stängel kann man auf jeden Fall noch was machen. Mit dem Pinsel und der weißen Farbe in der Maskierungsebene kann ich jetzt hier bestimmte Teile wieder hervorrufen. Das heißt, ich male jetzt mit Weiß in die Maskierungsebene rein und damit stelle ich an der Stelle wieder das Hintergrundbild her. Ich zeige das hier an der Ecke mal, wie das geht. Wenn ich da mit Weiß reinmale, ist der Hintergrund wieder da. Mit Schwarz drüber gemalt, ist der Hintergrund wieder weg. Und so kann ich das jetzt hier auch an der anderen Seite von dem Stängel machen. Und am Ende sieht das Bild dann so aus. Als Hintergrund kann ich natürlich statt Schwarz jedes x-beliebige Foto einfügen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, klick den Daumen
abonniere den Kanal. Und wenn du magst, schau einfach mal bei Instagram oder auch auf meiner Homepage vorbei. Ich sage tschö, bis zum nächsten Video.